Vor knapp 3 Monaten legten wir mit dem Bürgerbegehren Zukunft Grundversorgung Nordfriesland los. Seitdem warten wir auf die Kostenschätzung des Kreises, ohne die wir nicht mit der Unterschriftensammlung anfangen dürfen. Ignorieren, verzögern, blockieren. Probleme aufwerfen, statt Lösungen zu finden. So handeln Politik und Verwaltung im Kreis, im Land und auch auf Bundesebene. Bürgerbeteiligung zermürben. Bei uns drei kämpferischen Friesen hat so eine durchschaubare Taktik keinen Erfolg. Wir haben breite Unterstützung von euch erfahren. Starke Motivation für uns, in 2017 noch mehr Druck zu machen. Jetzt erst recht. Freunde und Unterstützer, vernetzt euch enger mit uns. Helft mit, eine schlagkräftige Struktur zu schaffen, die nicht mehr ignoriert werden kann. Der Frust der Menschen wird immer größer. Keine Geburten mehr auf Inseln. Krankenhäuser werden nach und nach geschlossen. Und nicht nur bei der medizinischen Grundversorgung. Auch andere wichtige Strukturen werden abgewickelt. Die Polizeistation vor Ort, das Gemeindebüro, die Grundschule oder der Kindergarten. Alle Wege auf dem Land werden weiter. Der eigene Wohnort wird zum Risikofaktor. Ungerechtigkeit, Unsicherheit und Angst nehmen zu. Das führt zu Radikalisierung. Doch eine rechte Gesinnung ist keine Alternative. Nur praktische Lösungen bringen uns weiter. Politik muss wie Eltern sein, engagiert, liebevoll und leidenschaftlich, aber auch konsequent und manchmal streng. Nicht an uns Menschen vorbeiregieren, sondern gemeinsam verantwortlich handeln, machen statt verhindern. Wir Friesen haben ein Motto, lieber Tod als Sklave. Es ist ein Bekenntnis gegen Willkür der Obrigkeit und gegen Ungerechtigkeit. Für Freiheit und starke Gemeinschaft auch im Sturm. Bekenne dich zum Friesen in dir. Lass uns zusammen den schweigenden Protest zu einer stürmischen Stimme machen. Unsere Gesellschaft hat sich verändert. Geld ist vielfach wichtiger als Menschlichkeit geworden. Globalisierung, weltpolitische Unsicherheit, Flucht und Gewalt, soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Die Überflutung mit Informationen zwischen Wahrheit und Propaganda. Das alles erzeugt Angst. Diese besiegen wir aber nicht durch Hetzreden und Eskalation, sondern nur durch Menschlichkeit, Solidarität und Zivilcourage. Lass uns 2017 zu einem Jahr für uns Menschen machen. Es gibt im Kleinen wie im Großen viel zu tun. Durchführung des Bürgerbegehrens in Nordfriesland. Sicherung der Klinikstandorte und Wiedereröffnung in Tönning. Notfalls auf dem Klageweg. Legen des Grundsteins für eine politische Initiative, die sich auf allen Ebenen aktiv einbringt und den Menschen und nicht das Geld wieder in den Mittelpunkt der Entscheidung stellt. Sei gespannt und registriere dich schon jetzt, um aktuell und sofort auf dem Laufenden zu sein. Nur wenn wir geschlossen auftreten, ist Veränderung möglich. Gestalten wir gemeinsam. Es ist unsere Zukunft. Für 2017 wünschen wir dir Glück und Gesundheit. Zusammen werden wir Zukunft sicher machen.